heiße Gerüchte um Star-Manager Frittenfriseur. Wie französische Tageszeitungen berichten, steht der erfolgreiche Manager der französischen Mannschaft Seclair vor dem Aus bei diesem Team. Offenbar sei er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, was? Wie der Besitzer des Teams verlauten ließ. Zusätzliche Brisanz kam nun noch in Form von Berichten hinzu, laut denen Friseur mit Vertretern der deutschen Kontinentalmannschaft Maloja Pushbikers bei einem Restaurant im Prenzlauer Berg in Berlin gesichtet wurde. Inhalte dieses Gesprächs wurden bislang nicht bekannt gegeben und auch das Management von Maloja Pushbikers hat bislang kein Statement zu diesem Thema veröffentlicht. Vor dem Schloss de la Chanson, dem Schloss, wo der Manager Frittenfriseur von der Mannschaft Seclair residiert. Oder eigentlich residiert hat, muss man sagen. Die Ereignisse überschlagen sich heute so ein bisschen. Also es gab viele verschiedene Medienberichte, die ihn in einem Restaurant gesehen haben mit den Managern vom Team Maloja Pushbikers. Und wir haben uns hier vor Ort umgesehen. Hier wohnt normalerweise der Manager, wenn er nicht gerade mit dem Team auf Rennwochenenden unterwegs ist. Und es ist einfach niemand da. Also man sieht's, es ist einfach menschenleer. Einige Bedienstete haben uns hier reingelassen, weil sie dachten, wir wollen uns einfach nur umschauen. Aber eigentlich hatten wir die Hoffnung, hier ein Interview führen zu können und mal nachfragen zu können, was los ist. Aber die Türen sind alle verschlossen. Wir stehen jetzt genauso im Unklaren wie alle anderen auch und damit erstmal zurück ins Studio. Thank you.